Und darüber sprechen wir mit Lutz Pauls, dem Vorsitzenden der Werbegemeinschaft Mannheim City e.V. Herr Pauls, welche Maßnahmen wünschen Sie sich denn auch konkret, gerade für die Gastronomiebetriebe? Ja, leider kann ich nichts verstehen im Moment. Sie können mich nicht verstehen. Ich hoffe, jetzt funktioniert es. Vielleicht liegt das an uns. Kurzer fragender Blick in die Regie. Ja, jetzt kann ich Jetzt können Sie mich verstehen. Wunderbar. Herr Pauls, erstmal schönen guten Abend nochmal. Welche Maßnahmen wünschen Sie sich denn für die Gastronomiebetriebe? Naja, dass man sich zumindest mal jetzt schon mit beschäftigt, mit den Vorbereitungen für eine Wiedereröffnung, wie wir es ja auch beim Handel gemacht haben, sodass man also auch starten kann. Und wir wünschen uns natürlich, dass bei dem Treffen bei der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten am 30.04. das Thema Gastronomie auch auf der Tagesordnung stehen wird. Das ist es bis jetzt noch nicht, aber es kommen ja Signale aus einzelnen Bundesländern, dass man sich mit dem Thema beschäftigen will, weil das wird sicher das nächste große Thema sein, auch im Sinne von Schließungen und vielen Dingen, die dazugehören. Wir sehen es auch gerade beim Thema Maskenpflicht. Also wenn ein Bundesland da vorprescht, dann könnten dann die anderen entsprechend auch nachfolgen. Dennoch natürlich, der Schutz muss auch weiter da im Vordergrund stehen. Wie könnte das denn praktisch dann aussehen, um entsprechend auch in den Gastrobereichen die Gäste und auch die Mitarbeiter zu schützen? Ja, das ist sicher ein größeres Problem als im Handel, insbesondere die Abstandsregeln einzuhalten. Das geht im Innenbereich noch schwerer als im Außenbereich. Also da muss man sich wirklich kreative Konzepte überlegen, dass im Außenbereich halt immer ein Tisch mit zwei Personen belegt sein darf, dann ein Tisch frei, das möglicherweise auch innen drin an der Bar wird sicherlich so nicht gehen. Also das, deswegen brauchen wir auch die Zeit mit den Gastronomen zusammen, um sich darauf vorzubereiten, wenn hoffentlich Anfang Mai die ersten allmählichen Lockerungen dann kommen werden. Nicht in großem Maße, das wird sicher nicht gehen können, aber so erste Versuche sollten gestartet werden. Einschätzung von Lutz Pauls. Erstmal herzlichen Dank an dieser Stelle. Alles Gute Ihnen. Tschüss.